Ja, wir sind auf dem Tabellenplatz 1 und haben bis auf zwei Spielen, wo wir gegen Freiburg und dann in Ravensburg nicht gewinnen konnten, eigentlich einen sehr guten Lauf gehabt. Für mich entscheidend war, dass wir nach zwei Niederlagen folgen eine gute Reaktion gezeigt haben, dass wir aus diesen Fehlern gelernt haben, dass wir dann jetzt nach diesen zwei Niederlagen auch wieder zweimal in Folge gewinnen konnten. Einmal gegen einen Gegner, der wo ähnlich war wie Ravensburg, wo etwas tiefer steht, auswärts, nämlich Spielberg, und dann im Spitzenduell gegen Villingen. Von daher haben wir jetzt eigentlich nach sieben Siegen in Folge und diesen zwei Niederlagen, denke ich mal, sind wir wieder einen Schritt weitergekommen und versuchen natürlich alles jetzt an der Spitze zu bleiben. Ich sehe eine Entwicklung, das zeigt auch wieder der Tabellenplatz, dass man da vorne steht. Da stehen wir jetzt auch nicht da, zufällig. Es sind noch viele Dinge, wo ich sehe, dass wir sie verbessern müssen. Wichtig ist, dass wir nicht zu viel wollen, dass wir einfach bodenständig bleiben, dass wir einfach weiterarbeiten, dass wir dann auch mal mit dem 1:0 zufrieden sind, weil sonst kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Am letzten Tag haben alle Spieler Urlaub. 9.12. ist das letzte Spiel, sonntags, und danach ist Urlaub. Und wir treffen uns dann am 7. Januar. Meine ich, ist es wieder, da geht es dann wieder los. Also sind knapp 4 Wochen, wo die Spieler dann Urlaub haben und haben natürlich einen individuellen Plan, jeder Spieler für sich, was er dann trainiert. Und dann geht es eben wieder am 7. Januar los mit der Vorbereitung. Natürlich so, dass dann alle Spieler wieder die Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Jetzt so viel riskiert man oder verändert man natürlich auch nicht in der laufenden Vorrunde dann. Das macht man dann über die Vorbereitung. Wir werden dann 5, 6 Vorbereitungsspiele haben und wo man dann natürlich alle Spieler wieder gleich von den Zeiten einsetzt. Dadurch hast du natürlich die Möglichkeit auch nochmal was zu variieren. Spieler können sich wieder präsentieren. Aber hauptsächlich wird natürlich schon auch im athletischen Bereich wieder gearbeitet und erwarte ich definitiv nochmal einen klaren Fortschritt, was das angeht. Das ist Leander, Mann. Ich guck.